Ich war vorher einfach die ganze Zeit Online-Chat, die ganze Zeit permanent. Und ich habe so einen Tag Pause gehabt und es fühlt sich komisch an einfach. Direkt. Fucking Sleeper, man. Justus! Danke für dein Prime Sunflower, danke für deine 23 Monate, mein Bruder. Was geht ab, Chat? Wie geht's euch? Yo! And I'm living enough. Dropped a freaking puff. Smoke to get high. Danke dir für deine 5 Gifted, mein Bruder. Danke, 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 danke. Direkt 5 Subs. Maschine, danke dir. Und Painbreaker mit 500 Bits, mein Bruder. Danke dir. Nico mit 7 Monaten. Painbreaker 68 spendet Was geht 500 ab, Chat? Wie Bits. geht's euch? Maschine. Verfolgung, ich sag, na, na, ist nicht. Jo. Danke für die ganzen Subs. Ey, es gibt schon einen Tesla Cybertruck. That a Tesla Cybertruck was spotted on the road in Northern California this week, just days after the company announced. Digga, wie das aussieht. Look at that, a Tesla Cybertruck. Boah, das sieht so crazy, das ist wirklich verrückt, Alter. Chat, wie geht's euch? NPC-Auto. Ist wirklich hässlich, das Auto, finde ich auch. Veldora, danke dir für dein Gifted, mein Bruder. So unreal, ja, ne? Fucking Sleeper, man. Digga, ja, Pinguin, allein dafür kriegst du niemals VIP, du Schwanz. Du bettelst mehr nach VIP als für ich damals bei meiner Mutter für 2 Euro, damit ich mir was beim Bäcker holen kann. Du Schwanz. Wie geht's euch, meine lieben Freunde? Also, die letzten Tage sehr verrückt Fucking gewesen. Sleeper, man. Ich muss noch eine. Also, erstmal, guck mal. Ich habe die Nacht ja durchgemacht, damit ich extra dahin kann um 7 Uhr morgens. Bin los. Dann sind wir da angekommen und dann dachte ich mir, ich mache erstmal ein Nickerchen. Ich wach auf, 15 Uhr. Ich gehe hin. Nach 2 Minuten, als ich da war, einfach wurde abgesagt. Polizei hat gesagt, geht nicht mehr, es wird abgesagt. Ich denke mir, oh mein Gott. Ich komme dafür hin und denke mir, was zur Hölle. Aber Chat, guck mal, was ich bekommen habe. Warte mal, ich mach mal Licht ein bisschen leiser. So, guck mal. Strict, so heißen die. Jetzt guck mal, Chat, was sie mir gegeben haben. Das ist crazy, ne? Das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich verrückt. Einfach geschenkt bekommen, Chat. W's an die, ne? W strict. Danke. Digga, so cool. Schuhe? Digga, ich hab noch nicht mal. Pro also, guck mal. Eigentlich trage ich 44, aber die sind 44,5. Deswegen gucke ich jetzt, wie die passen. Aber eigentlich sollten die passen. Easy. Okay. Ja, die passen perfekt, Bruder. Sogar perfekt, dass ich eine halbe Größe größer genommen habe. Sind cool. Ja, vielleicht kommen mal Insta-Bilder irgendwann dieses Jahr noch. Aber mal gucken. Ihr wisst doch, wie ich bin, Chat, mit Insta-Bildern. Das ist nicht so mein Ding. Ich muss eine Sache sagen, Chat. Wenn
Wenn ich eine Sache nur noch machen dürfte komplett Social Media, dann würde ich immer Twitch nehmen, ne? YouTube ist schon so. YouTube ist eigentlich, du machst weniger Aufwand. Du hast weniger, steckst da weniger Zeit rein. Aber ich finde, Twitch ist so. Ich finde, Twitch ist so dieses persönliche, also dieses mit dieser Community agieren, dass du die ganze Zeit in den Chat hast und so. Ich finde, Twitch ist wirklich die beste Plattform. Komplett Social Media mäßig. Maxim, danke dir für deine 5 Gifte. Kuss. Und ich bin, Bro, ey, Chat, ich sag euch so, wie es ist. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt. Ey, mittlerweile, es gibt auch einfach nichts mehr zu gucken. Filme oder sonstig. Bro, ich gehe auf Netflix, ich guck einfach ein Fünftel aller Sachen sind irgendwas mit auf irgendeine Insel, ficken, Sex da, Sex hier. Ist voll schlimm geworden. Es gibt auch keine geilen Netflix-Serien mehr irgendwie. Prime ist auch, also weiß ich nicht. Prime, da gibt's auch nicht so viel. Also ich bin wirklich. Ich weiß selber gar nicht, wenn ich offstream bin, Chat, ich guck selber gar nichts. Ich bin selber auf Twitch, ich guck, wenn ich offline gehe, ich guck Kevin, also Youssef, aber so. Das Einzige, was sich lohnt, ist eigentlich Crunchyroll. Wirklich, das Einzige, was sich lohnt, ist wirklich Crunchyroll, Chat. Digga, Netflix und so kannst du so, also es ist wirklich voll schade auch, weil ich war in der Schulzeit voll der Fan von Netflix. Prison Break habe ich da geguckt, Suits habe ich da geguckt, aber irgendwann hat man da auch alles durch. Und das Problem ist auch bei Netflix, Bro, eine Woche lang ist eine Serie da, dann ist sie auf einmal 3 Monate lang weg, dann kommt sie wieder für eine Woche und dann ist es wieder ein halbes Jahr weg. Fucking Sleeper, man. Was geht ab? Leon, danke dir für deine 2 Monate und Justin, danke dir für dein Prime. Naja. TikTok am besten. Das Problem ist bei TikTok, 1 von 5 Videos ist gut. Bro, dann geht man da so durch so eine Dings, du gehst durch deine For You, dann siehst du irgendwelche Leute auf Live-Matches, die sich gegenseitig beleidigen, ihre Toten beleidigen, dann, also, aber es gibt so, von so 5 Videos ist immer 1 gut. Oder Kevin hat gestern mir, ne? Kevin hat gestern, er schreibt mir so, kennst du das, wenn du einen Tag nicht in der Schule warst und auf einmal ist Michael Jackson und alle sind da? Und dann hat er mir einen Clip geschickt. Was? Yusuf da. Play better, you fucking noob kid. Das. Haben wir das geschickt? Ah, scheiße, ich seh's nicht. Ah, hier! Das hat er mir geschickt. Also, mein perfektes Date wäre ein Ausflug mit einem Auto zum Picknicken. Mhm. Ja. Nach dem Picknick auf dem Rücksitz ein Quickie. Oh. Und dann nach Hause vor die Playstation und zusammen Game zocken. Und das Happy End hat es schon erledigt, ja, da haben wir das ja schon. Okay, dann. Okay, vielen Dank, die Dame. Einmal bitte nach rechts. Jungs, das ist for the street, hä? Das ist for the street, hä? Ja, genau. Als ob! Genau dann, wenn ich nicht da bin. Das war noch harmlos. Ist das nicht Mila? Ich glaube, von der Stimme her, ja. Digga, wisst ihr, was ich crazy finde? Dass sich so viele Leute für dieses Pixel-Ding interessieren. Krass, hätte ich gar nicht gedacht.
Das ist voll das Ding. Die placen einfach so. So Pixel. Und haben voll Spaß dran. Ja, dieses Reddit-Ding-Chat. Was ist eigentlich für eine komische Gurke bei King Cans? Oder fragt nicht und kauft euch das nicht. Als ob! Nein. Hier spricht deine innere Stimme, Kevin. Wenn das deine Vater mitbekommt, du bist eine tote Mann. Sohn eine Hure. Hä, wer war das? Hä? Sleeper, man. Ah, ja. Ja, Ali muss auf jeden Fall auch nochmal kommen, Digga. Ich sag euch ehrlich. Ali ist wirklich der Beste. Ja! Aber wie war sonst das Event gestern? War eigentlich entspannt. Das Problem ist, ich sag euch ehrlich, Digga, warte mal, was ist denn diesen Samstag? Ich muss irgendwo hin, Digga. Battle of Social. Götin ist die Kima, Alter. Mainz. Chat, das Problem ist, irgendwie ist es so, dass ich eigentlich in Real Life, ich bin derjenige, wenn ich bei so einer Freundesgruppe bin oder so, die ich jetzt nicht so, wo ein paar Leute sind, die ich noch nicht zu 100% kenne, dann bin ich immer so dieser Zurückhaltende. Ich bin eigentlich in Real Life immer so dieser Zurückhaltende und der immer so beobachtet, was abgeht und so. Und das Problem ist, wenn ich dann so auf Events bin und dann schreien so Leute meinen Namen, ich finde, also, ich höre meine Stimme. Ich kriege einfach Schizophrenie. Ja, es ist so, was heißt, ja, so unangenehm, so für, unangenehm für mich halt einfach. Weil ich mag, aber ich verstehe das nicht. Also, auch so, dass, was auch schon ein paar Mal vorgekommen ist, dass so Leute zu mir kommen und die treffen mich und die sind so unfassbar aufgeregt und sowas. Okay, Monte 2.0, darum geht's doch gar nicht, Chat. Es geht nur darum, dass es so für mich so surreal ist, dass sich so viele Menschen für meine Person so interessieren und dass so Menschen so darauf abgehen. Also was... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich will nicht arrogant klingen oder sowas. Ist ja im Gegensatz, also ist ja das Gegenteil, was ich aussprechen, also was ich sagen will. Dass ich eher so, ist doch gut, ne? Weiß ich nicht. Bro, letztens, ich hab irgendwo war Eligella Trimax Dings. Ich mach mit den allen so Fotos, dies und das, und der eine packt mir einfach an meinen Arsch. Bro, er fasst straight up meinen Arsch an. Ja, das ist so, das Ding ist, wenn man so bei Events oder so Menschenmengen, die packen an deinen Arsch, packen an meinen Schwanz, der eine wieder ein Bla, Bruder, es ist geisteskrank. Dieser Respekt ist gar nicht mehr so da. Irgendwie. Ernsthaft jetzt? Fucking Sleeper, man. Wer kann dein Gefühl in 5? Das sind ein paar, also... manche Sachen sind ein bisschen too much, finde ich. Und ich bin immer noch so, dass ich sage, dass ich das Ganze gar nicht so realisieren kann. Ich glaube, ich kann das Ganze erst realisieren, wenn das alles abflacht. Erst wenn es irgendwann mal sein sollte, dass ich weniger Zuschauer habe oder dass sich weniger Leute für mich interessieren,
Dann kann ich das, glaube ich, erst realisieren. Fucking Sleeper, man. Wie geht's du, Mann? Got it. Das ist so. Es ist so. Es ist komisch. Guck mal, Chat. Ich weiß nicht. Mete, Dank für den 4. Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Und dann kommen so welche zu dir. Und ich denk mir so, warum? Warum sind die nervös? Und das Ding ist ja, ich bin so einer, der eigentlich so dieser Zurückhaltendere ist und eigentlich so einer ist, der so im Hintergrund ist und die Leute beobachtet. Nur wenn ich bei meinen richtigen Homies bin, bin ich ich selbst. Nur wenn ich bei meinen richtigen Homies bin. Und deswegen ist es so für mich voll, voll surreal einfach so. Keine Ahnung. Was wärst du, wenn du Carly sehen würdest? Würdest du mit ihm reden, Bro? Ja, aber Carly ist doch was anderes als ich, mein Bruder. Das ist doch komplett was anderes. Das sind zwei Welten. Aufregungsfaktor her. Ja, also natürlich, ich greife jetzt keine Leute an, die jetzt nervös sind. Die können ja nichts dafür. Ich habe einfach gerade geleckt, ne? Ich habe gerade 5 Sekunden geleckt. Aber, ich spreche das jetzt auch einfach aus. Meistens ist es so, und ich bin euch ehrlich, und das ist 0,0 rassistisch oder sonstiges, ich bin selber Türke, und meistens sind so diese Jüngeren aus meiner Herkunft stammenden, so Südländer, Bro. Das ist 0,0 rassistisch und das ist einfach so, wie ich es selber mitkriege. Bro, die sind hardcore, also manche, also viel, also nicht viel, also, ja, wie soll ich das sagen, Mann? Es wird wieder geklippt und auf Twitter hochgeladen. Aber manche sind sehr, sehr respektlos. Wirklich. Natürlich gibt's auch den ein oder anderen Deutschen, aber bei so Südländern, so, ich bin ja selber Türke, da ist es mir so oft aufgefallen und es ist wirklich sehr, manchmal respektlos, dann wird mir an meinen Arsch gepackt, an meinen Schwanz gepackt, wenn ich so an Menschenmengen vorbeilaufe, ist schon crazy. Chat, irgendwann mal, ich sag euch ehrlich, irgendwann mal schwimme ich einfach unter dem Radar. Dann flacht das Ganze ab. Und dann streame ich nicht mehr mit Cam. Dann mache ich nur noch mein EP ohne Cam. Und dann, aber das dauert noch. Und dann irgendwann werden die Ficklocken abgemacht. Dann erkennt mich auch keiner mehr draußen. Play better, you fucking noob kid. Nicht, dass ich es nicht mag, wenn ich, dass ich draußen, also, dass man,
Dass ich mag, wenn ich euch nicht draußen sehe, aber ich mag Menschenmengen nicht so. Ich bin so bei Menschenmengen. Ich mag das nicht. Bei Events und so, ich muss mich da voll so. Weiß ich nicht. Ich mag es nicht, wenn man meinen Namen so schreit. Fucking Sleeper, man. Feier deine Streams, mach weiter so. Wenn ich jetzt so vor mir so 5 bis 10 Leute habe, ich mache mit jedem einzelnen Fotos gar kein Problem, aber wenn um mich herum so 50 Leute sind und ich muss mich irgendwo durchquetschen, damit ich irgendwo durchkomme, das ist schon sehr, sehr Horror. Schattenseiten des Internets, ja. Das Ding ist, oh, das Problem ist aber auch, wenn man sowas anspricht als Streamer. Das Ding ist, wenn du sowas ansprichst als Streamer, dann kommen wieder die Leute, du verdienst aber so und so viel Geld, damit musst du leben. Bruder, ich muss nicht damit leben, dass mir Leute an meinen Arsch fassen. Bruder, das ist respektlos. Das ist respektlos. Also, natürlich, also darf ich mich, nur weil ich jetzt jung bin und viel Geld verdiene mit dem, was ich mache, darf ich mich über nichts mehr in meinem Leben beschweren? Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Security, nein, Mann, Digga. Ich bin doch, Chat, ich bin ein scheiß Knecht, Mann. Digga, ich bin 20 Jahre alt aus einem verfickten Kackdorf, Bruder, mit 2 Einwohnern geführt, Digga. Und das sind ich und mein Dad gerade. Weil meine Mutter im Urlaub ist und meine Schwester. Man. Joker, danke dir für deine 300 Bits. Und Aziro, danke dir für den Sub. Joker Kjell spendet 300 Bits. Warum du keinen Urlaub? Weil ich streamen muss. Ja, ich werde 21 noch, ne? Dieses Jahr. Ey, ich muss eine Sache sagen, ne? Seitdem ich streame, habe ich 0,0 das Gefühl, dass ich mich weiterentwickelt habe, ne? Bro, ich bin so stuck einfach zu Hause und gehe eigentlich nur raus, wenn ich auf Events gehe. Ich gehe nie raus. Ich gehe nur raus, wenn ich auf Events gehe. Urlaub würde dir mal gut tun, Bro. Ich sag euch so, wie es ist. Mir macht das nicht mal was aus, dass ich so lange vom PC bin oder so. Ich habe das ja früher auch gemacht. Für mich ist sowas hier Urlaub. Das, was ich mache, das ist komplett Urlaub für mich. Ich bin nicht so, dass ich unbedingt irgendwo hin muss und dann Urlaub machen muss oder so. Vier Wochen Malta. Guckst du dir Rap La Rue an? Ich weiß nicht. Safi, Safi, Safi oder was? Bist du bei Elis Cup dabei? Ja, ja, ja. Ja, Mann, ich schwöre, ich habe mich gestern so gefreut. Ich bin offstream gewesen und ich gucke so auf Twitch und ich sehe so Kevin einfach, er hat 2.000 Zuschauer. Ich habe mich so gefreut für ihn, ne? Hey, warum liege ich? Ach so, gestern wegen Anzünden. Diese Wichser, Mann. Muss ich kurz hochrollen lassen. Wir haben gestern rumgetrollt.
Muss kurz Discord öffnen. Oh, warte, oh, oh. Okay, jetzt. Warte, ich muss Teamspeak öffnen. Was geht ab, Homie? Danke, danke dir für deine Hilfe, Homie. Ja, alles gut, Mann, alles gut, Mann. Oh. Nicht viel geht ab, siehst du doch tote Hose hier in der Haut, Mann. Wie alt bist denn du eigentlich? Oh, ich bin scheiße alt, sehr alt, Mann. Fuck. Wie alt? Darüber redet man nicht, weiß doch, Mann, aber erzähl's keinem, Mann, ich bin 70. Ich bin 70, Bruder, Mann. 70, Homie! Ja, und das was aber guck dir den Body an, Mann. Das Ganze nur auf der Street schaffen. Sag ich dir, wie es ist, Mann. Alter, 70, mein Homie? Ja, Mann. Und Dio's Red Devil, Mann. Das ist der Shit. Ich sag dir dann, wirst du im Alter auch noch so aussehen. 70, Homie, Alter. Ja, das was ab, Mann. Wer wischt dir denn den Arsch ab, Alter? Ja, Bro, meinst du, ich hab keine Shorties am Start, oder was? Fuck damn. Mit 70, Homie, Alter? Ha, wenn du wüsstest, Bro, wenn du wüsstest, du weißt doch, wie das nicht ist. Mein Hoch, Homie. Bruder, du weißt, wie das ist. Du musst nur fette Karren und Geld auf der Bank haben, und alles andere interessiert gar nicht, Mann. Ja, okay, das stimmt. Ey, hast du eine Karre für mich? Natürlich habe ich eine Karre für dich. Kannst du mich mal tragen? Ja, kann ich auch machen. Ah, nee, warte, alles gut. Alles gut, ja. Yeah. So, besser? Yo, homie, motherfucker, in your back in the heck and prank me, Alter. In the second and rock and I'm breaking a hole and I'm breaking a hole. Was? Wo bist du? Ich bin bei dir in der Hood. Bei mir? Okay, ich komm. Shockwave, danke für deinen 19. Wie, du hast eine Freundin? Ja, lass. Wie? Ah, die in Rick drin war. Ja, genau, die mit Rick rumgemacht hat. Komm mal in die Hut. Ich komm. Deutsche Gringo. Safi, ich muss was ziehen. Easy, Bro, nimm ruhig das Auto, aber mach das nicht Schrott, Mann. Ja, Homie, danke, Homie. Ja, hau rein, Mann. Wer ist das? Deine Mutter! Woher, Homie, Alter? Was woher, Mann? Ist meine Karre? Warte. Was? Das ist so ekelhaft. Warum? Zio hatte die auch. Welcher Dio? Gio. Achso, sag mir nicht, du hast die so über Ding. Nein, Homie, man. Ah, okay. Wie hat einen immer die Biele? Ich hatte gerade 4 Verfolgungsjagden. Warte mal, Liz? Oder wer ist das hier im Auto? Ja, Liz. Ja. Wie, du bist mit Kevin zusammen? Bin ich nicht. Er sagt aber. Nein, er wollte, dass ich ihn küsse, aber ich habe Nein gesagt. Dann wollte er, dass ich aus dem Bauch kacke, dann habe ich auch Nein gesagt. Das war eine Wette. Entweder küssen oder du kackst auf meinem Bauch. Ich hab ihr gesagt, ich hab sie gefragt, ob sie mir glaubt, dass ich in der Luft was hatte. Aber sie hat mir geglaubt, deswegen ging die Wette nicht aus. Und dann habe ich ihr gezeigt, dass ich in die Luft fliegen kann und da meine 2 Minuten. Wie kannst du denn in der Luft fliegen? Ich spring über den Berg. Okay. Und dann? Also hub einmal und dann das ganz lange Ding. Einmal, das ganz lange. Was? Das ganz lange. Du musst dann so in die Leere fliegen. Genau. Oh, stark! Ich dachte, Kali können sowas nicht. Ah. Ich dachte, ein bisschen denken kann ich. Ja. Warte mal, du bist bei Kali?
Ja. Mhm. Pade? Fünfer. Jetzt leer, 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 leer! Leer! Digga, ich hab L gedrückt. Ich hab L gedrückt. Oh mein Gott, ich hab L gedrückt! Die meinten Leertaste? No way! Alles gefickt, Bruder. Ist bei Leer der Buchstabe F oder ich weiß nicht, welches Alphabet du gelernt hast, Homie? Hör mich zu, Medic. Sind wir stuck oder was? Nein, nein. Ich bewege mich nicht. Ach so. Warte. Steig mal wieder aus. Ich steige aus. Plus und ich nehme ihn. Okay. Ah, das wird nichts ändern, glaube ich. Habe ich dich? Ja, ich sehe aber kein Auto. Digga, ist das respektlos, Digga. Ich drück einfach L die ganze Zeit und er sagt mir irgendwas mit Hupe die ganze Zeit. Wir müssen ihn einmal verlieren. Ja, mach mal Dispatch. Ah, warte, steig. Warte, du hast mich. Ja, warte. Was machst du da mit dem, Alter? DJ geworden oder was? Mit Headset? Wie? Was machst du? Was machst du da mit dem Handy? Nix, ich hab jemand angerufen. Aber ich wollte dich auch nicht loslassen, du bist flutschig. Hast du mich jetzt? Hab ich dich? Ja, ich hab dich. Du hast mich. Okay. Dann geh, mach mal. Jetzt. Aber jetzt. Okay, sehr gut. Jetzt geht? Nee, ich bin wieder irgendwo und nirgendwo. Okay, egal. Das ist... ich fahr einfach und dann kommen wir zurück. Ja, ja. Digga, was ist hier los? Los, ja? Yeah. Okay, der ist noch da. Mhm. Ich sitze aber in einem Auto irgendwo. Was ist hier los, Digga? Bestimmt wieder 5M-Bug. Fucking Sleeper, man. Jetzt. So. Chat, seid ehrlich, wenn ihr einen Zahnstocher benutzt und ihr habt was zwischen euren Zähnen, nehmt ihr das raus oder schluckt ihr das runter? Ey, drei Verfolgungsjagden mit dem Wagen, die haben mich bekommen. Bist halt, nie, ne? Benutzt, einfach was? Krass. Ja. Kein Wunder, dass die mich beim 10. Teil dabei haben wollten. Wow. Was denn für das? Ach so. Also ich bin euch ehrlich, Chat, wenn ich gerade gegessen habe und direkt danach einen Zahnstocher benutze, dann schlucke ich runter. Wenn ich irgendwann später das mache, dann nehme ich raus. Hallo? Junge, hast du einen Stock im Arsch, Alter? Du brauchst auch eine Behandlung. Ey, Bro. Was ist denn passiert mit dem Herzen? Brauchst du dann auch eine Behandlung? Ist gelaufen, als hättest du irgendwas im Arsch. Du Medic, genau dich meinte ich. Meinst du mich? Ja. Ah! Danke. Lauf mal eine Runde, du Medic. Komm mit gewaltig, schick dir irgendwas in deinem Arsch, Homie.
Oder er hatte schon was drin. Oh. Warte mal, ist Rose da? Mein Baby, mein Schatz? Ich glaub nicht. Cecilia ist da. Echt jetzt? Aber Rose, nein. Ich glaub nicht. Mein Baby. Mein Baby ist da. Komm, wir fahren. Ja. Yeah. Adios. Ich will auch später, ja? Er hatte bestimmt das Ding von euren Anwesen da. Gut, zum Glück hast du nicht gesagt, das, was mir zugeschickt worden ist, ja? Gut, Liz, du bist immer besser. Ja, ja, ich bin bald nur hier. Bald für MOB, ja, ja, sehr gut. So, du meinst den 4 Kilo, der so? Ja, aber du den also, 30 cm Ding. 37,5. Hast du Waffe, Sosa? Ja, natürlich. Zwei sogar, willst du SNS? Ne, ich habe auch zwei, deswegen, ich wollte gerade eine geben. Wo ist die? Die ist nicht da, Mann. Oh. Nicht reingegangen. Aber warum hast du eine Verfolgungsjagd wollen? Einfach so, ich hatte Langeweile. Ich habe die geblittert und dann bin ich weggefahren. Fahr mal zum PD. Naja, du. Ja, es sind dieselben von gerade, glaube ich. Die haben nicht mal Bock, die. Die haben gar keinen Bock mehr. Die haben gar keinen Bock mehr, die denken sich wahr einfach. Bro, das Auto ist. Das ist heftig. Mal so und dann machst du einmal zack. Ey. Ja. Fahr mal zum Unicorn? Mhm. Kevin, ich will, dass wir 50-50 mit dem Typen machen. Aber Rose. Für was? Warte mal. Rose? Du? Ja. Wo bist du? Ich bin im Kleidungsgeschäft. Schick mir meinen Standort. Ich komme. Ach, schick dir. Wie, was du kommst? Nein, ich dachte, ich soll kommen, aber da schick dich den Standort. Ja, schick Standort. Okay, also schick Standort. Okay, warte ganz. Hallo? Wer ist dran? Fahr hin, ich kacke in dein Auto. Destiny, Baby. Ja. Sie war doch gerade im MD. Wie geht's dir? Warst du gerade dieser Crack-Junkie am MD? Was ist aus dir geworden, seit du mit Fahrer zusammen bist? Das ist doch... Nein, aber jetzt hast du richtig einen Stempel auf deinen Kopf. Dass du genau das bist, was du bist. Wo bist du? Bist du immer noch ein Medic? Also Rose kommt jetzt gleich und dann komm einfach. Ruf einfach an, sobald du fertig bist. Ja? Ja, ich hab echt 25 cm, ja? Riss. Okay. Nein, ich kann dir. Nein, kann ich Mund auf. Destiny, ruf an einfach. Ey, Kevin Sosa. Ja. So, jetzt mal so auf Ernst. Wie viele Frauennummern habt ihr? Wie viele so Frauennummern? Geschätzt? Ja, wie viele Nummern von Frauen? So geschätzt? Was ist, wenn ich dir die Wahrheit sag? Ja. Kriegst du einen Kuss auf meinen Backe? Nein. Okay, ich hab. Frauennummer, ne? Ja. Mit denen ich auch was hatte oder einfach nur so? Ja, wie du willst. Mit denen ich was hatte. Ich glaube so. Keiner? Wie? Gar keiner? Wie, gar keiner? Ich hab mit keiner Frau was gehabt. Ich bin loyal. Ich warte. Ich warte, bis so einer kommt wie du. Verstehst du, Liz? Nee. Weißt du? Meintest du nicht mal noch so, du hattest mit einer was im Auto in der Luft? Ja, das zählt aber nicht hier für diese Welt. Das ist ja diese Welt für Luft. Ja. Weißt du?
Nee. Es gibt einmal hier auf dem Boden bleiben und einmal ein bisschen hochsteigen. Und oben in der Luft. Das ist nochmal eine eigene Welt. Und das zählt nicht. Okay, okay. Und du? Mit wie vielen Frauen? Gar keiner. Mit wie vielen Männern? Gar keiner. Wie viele Männerkontakte hast du? Warte. Ich hab halt die von meiner Familie. Und so, aber mehr nicht. Was? Hä? Was? Ich hab nur die Nummern von den Leuten aus meiner Familie. Warum lügst du? Ich lüge nicht. Ich hab deine Nummer. Ich hab deine aber nicht eingespeichert. Was? Hä? Hast du nicht gesagt, das ist meine Nummer? Ja, ich hab sie. Ruf mal an. Ja. Da musst du kurz, ne, durch die Kontakte gehen. Ne, ich hab deine gelöscht, weil du meine nicht hattest. Ja. Alles gut. Das? Ja. Ich glaube dir. Warum willst du heiraten, das? Ich heirate? Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 19. Oh. Wow. 19 ist gar nichts. 19, hast du noch viel hinter dir? Viel hinter mir oder viel vor mir? Nee, viel hinter dir. Ja. Wie alt bist du? Weil von hinten. Ich bin 23. Hä? Du bist ja jetzt auch nicht so viel älter. Was? Du bist ja jetzt auch nicht so viel Könnte älter. Könnte dein Onkel sein! Hattest du schon Geburtstag dieses Jahr? Hatte ich, weiß nicht. Ja, hatte ich. Okay. Weißt du, ab 21 macht sowieso keinen Sinn mehr, Geburtstag zu haben. Das ist dann einfach so, okay. Akzeptierst du einfach. Nee. Ich verstehe schon. Dini Fake. Ja, mir. Hallo, wer ist dran? Ja, ich weiß auch. Ich will auch so. Na, alles klar, mach. Dann. Hast du schon gezogen? Ja. Wie oft? Hä, was gezogen? Koks, Alter, du Koks. Ach so, Koks. Oh, noch nie. Ich hab gekackt, Alter. Das du war Koks von meiner Session? Alter, ich zieh kein Koks. Ich hab gekackt. Ich hab grad eben gesagt, sie zieht. Warte schon. Alles. Ich hab grad so gekackt, Alter. War schön? Ja. Kennst du das, wenn du deinen Arsch abwischst? Und da ist so ein Haar mit dabei? Was? So. Ja, okay. Was machst du? Also, Homie, bist du? Frag Kevin, vielleicht kennt er das. Was? Homie, kennst du das, wenn du deinen Arsch abwischst und da ist so ein Haar mit dabei? Und sonst gar nichts? Ja, Homie, was kommt denn bei dir raus? Ja, nein, ich bin diese halt so, du wischst ab. Einmal Taschentuch ist immer noch weiß. Nein, Mann. Das ist ganz, das ist seltener als, weiß ich nicht. Lass mal deinen Anzug. Ja. Hast du? Okay, sehr gut. Kennst du das, wenn du kackst, dann auf diese Klosessel sind so zwei Samhaare? Ich hab doch gesagt, mach deinen Anzug. Ja, aber ich will zuhören. Okay, ja, dann ist es egal. Du warst sowieso damals ein Mann, hast du gesagt, gell? Nein, das sagt Bitcoin. Ah, okay. Doch, das ist so. Glaubst du? Was? Wo ist denn Rose? Habt ihr sie abgeholt? Ich hab sie angerufen, sie nimmt nicht ab. Sie hat euch Standort geschickt. Boah, aber das ist Move, Alter. Ja, wo? Ja, warte mal. Ey, lass mich mal fahren. Ich weiß jetzt, wie es geht. Okay.
Monday. Gleich dürfen wir wieder zum Medic fahren. Oh mein Gott, Sosa, du glaubst nicht, was gestern Abend war. Dein Vater wird gefickt? Bitte? Kann man dir was erzählen, ohne dass du irgendwie... Damit so? Nee. Gestern Abend, wir haben einfach 20 Frauen gehabt. 20! 20, aber eine geiler als die andere. Und einfach die Hälfte kannte man einfach nicht, weißt du? Okay. Und da war dann einfach eine, wir haben den dann, also wir haben die, die mussten so eine Modeshow machen und zeigen, was sie so drauf haben. Mhm. Eine Frau war ganz verrückt damit. Wie verrückt? Ja? So verrückt, dass Lukas schon sagt, ich wollte die Insta haben. Nein. Das war die eine Sache. Ich, Junge, Loco sagt, was wäre das beste Date für dich? Ich sag, essen gehen, picknicken, dann ins Auto auf Rücksitz und ein Quickie schieben. Und danach Playstation spielen. Verstehst du, auf welcher Ebene wir uns gerade befinden? Ist das fast wie bei deiner Mutter? Kurz, ich muss noch reinschreiben. Also ich glaube, ihr habt hier schon fast alle Frauen durchgespielt. Außer die eine, die war sehr interessant. Das wie war wie so, ist sie, Omi? Ich weiß nicht mehr, das ist einfach, ich habe ihr Name. Die andere hat auf einmal geschenkt. Mit ihr Arsch. Nein. Ich habe so viele Bilder auf mein Handy. Okay, warte kurz. Bleib mir hier. Sie ist nicht da. Okay, hör mir zu, Kevin. Ich habe heute eine Idee. Hör raus, Tommy. Ich habe eine gute Idee. Mhm. Wir spielen Wer würde er jetzt? Wer würde er? Nein, wenn du Eier hast. Genau. Nicht wer würde wenn er. Wenn du Eier hast. Wenn du Eier hast. Okay. Ja, okay. Hat jemand was zu trinken? Ich hab selber eine Cola, ich brauche euch nicht. Also, lass uns spielen. Das willst du jetzt? Jetzt? Ja, warum nicht? Ja, okay. Okay. Dann mal raus. Du willst anfangen, oder was? Ja, ich fang an, ja. Okay, nee, gib du mir als erstes eine Aufgabe. Du als erstes? Ja, ich als erstes. Erzähl los. Okay, du rufst Ross an? Ja. Und du sagst, du hast mir gestern eingelutscht. Wie? Dass du aus mir gestern eingelutscht hat? Nein, du mir. Du sagst, Rose, als ich gestern 5 Minuten hier war, hatte ich nicht länger Zeit für dich. Ich hab Kevin kurz eingelutscht. Rose. Ja? Ich hab Kevin gestern eingeblasen. Was? Alles gut, wo bist du? Auf dem komische Weg Beziehung, zum Alter. Würfelpack? Ja, willkommen. Was hat er? Alles gut, bis gleich. Hab ich gemacht. Was ist das jetzt und jetzt? Was? Fertig. Ja? Yeah? Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, was? Ich sag so, alles gut. Ah, okay. Heftige Beziehung. Okay, gib mir eine Aufgabe. Okay. Wenn du Eier hast, gehst du jetzt mit MOB in Kali rein. Wir sind schon drin. Also, am Verlieren, sagst du. Ja, ja. Also wir sind schon... wir haben gerade Konflikt. Am Leidern. Oh. Aber man kann ja gar nicht hupen. Muss doch nicht. Warte, ich setz dich nach hinten. Was ist das? Einmal bitte setz dein Oberteil dich ausziehen. Nach vorne, Rose. Raus! Dankeschön. So, jetzt, Da ist jetzt Solariumbräuner, perfekt, komm ran. Steck vor, ja. Wir spielen gerade, wenn du Eier hast. Okay. Und Kevin ist jetzt drin, ich muss ihm was sagen. Okay. Hast du eine Idee? Du musst Kevin was sagen? Ja, was er machen soll. Mm. Wenn er Eier hat. Ich hab die Idee. Irgendwas mit MOB soll er machen.
Soldaten? Keine Familie. Okay. Der soll sich ein Kleid anziehen. Er soll sich sexy anziehen. Ja, yeah, okay. Wenn du eierst, ziehst du dir ein Kleid an. Hä? Oder ja. Irgendwas sexy hast. Wärst du die größte Nutte oder wenn du ein Eier hast? Ja, wenn du Eier hast, ziehst du das Outfit an, was ich dir sage, und wir laufen damit am Wolfpark rum. Das ist gefickt. Komm, komm. Komm raus, Rose. Mhm. Was ist denn da? Reis. Reis mit. Warum? Reis mit was? Mit Hähnchen und Salat. Knallst. Stabil. Ja, ich bin jetzt auch auf Dings, weißt du? Auf Ernährungsfilm, weißt du? Ich bin jetzt wieder regelmäßig am Sport machen und so. Was hast du denn gegessen heute? Oh. Lachs mit Salat. War lecker? Digga, das ist doch falsch, oder? Ah, ne, das ist richtig, ja. Ach. Idiot. Wo ist das? Ja, ich bin jetzt wieder richtig so. Ich bin jetzt so richtig im Ernährungsfilm und zieh die ganze Zeit durch und. Ja. Das ist wichtig. Gesund leben ist immer wichtig, also gesund essen zumindest. Ja, safe. Können wir rein? Yeah. Red nicht so laut. Hm. Ja, 100 Knarre. Bro! Ja. Yeah. Was für Kleid damit? Wir sind in der Männerabteilung. Ja, okay, dann warte, wir suchen schon was. Weißt du, wie ich anziehen muss? Warte, geh mal zurück! Gibt das hier? Ja, yeah, gibt's das in Pink? Das hier. Ja, warte, wir merken uns mal die Zahl. Aber mach mal weiter. 96. Oh. Was ist das denn? Alter, ja. Was ist das, glaube ich, ja? Das sieht aus, als hättest du... Ja, warte, merk dir die mal, dass wir zwei da sind. Ja, okay. Nein. Alter, wer trägt sowas? Boah. Nein. Das sieht gut aus. Nein, wir haben nichts gesagt, LGBTQ, ja? Wir haben gesagt, ganz normal. Sans. Ja, wir sind hier nicht bei Lasertag. Weiter. Weiter. Das ist nicht gut? Ah. Normale Bracker. NFL. Oh, wie cool ist aber die Hose, was? Die will ich mir merken, Alter. 3/4. Was? Hör mal weiter, Omi. Warte, ich will nur gucken. Boah, heftig. Hallo, wir haben Tic-Tac. Baba, haben wir Mayo? Was ist das denn? Das gibt nicht viel. Ja, dann mach die LGBTQ-Hose. Ja, genau. Wie, die Leder? Nein. Mhm. Mach die Lederhose oder du hast jetzt verloren. Homie, die Hose sieht echt scheiße aus. Halt die Fresse, du Wichser. Nein, Homie. Die Lederhose. Also wenn, empfehle ich dir die grüne. Jungs, was sagt ihr zu der Lederhose? Warte mal. Nein, das jetzt, halt mal, ja. Ja, Mann. Ach du Scheiße. Die ist es. Aber ein Schwarz. Nee, warte, ein Rot. Mach mal Rot. Aber ich sag dir ehrlich, der Mann will dich am Boden sehen. Ja, rot. Pflanze Oktoberfest? Oberteil? Ey, bitte zieh dich verschneller um. Wir müssen los, bitte. Das hier? Nein, das sieht viel zu gut aus. Echt?
Yeah. Lief viel zu gut. Lief damals dein Vater so rum, oder was? Dass du sagst, es sieht gut aus. Hut ab. Halleluja. Einfach überall Mayo jetzt, Digga. Mach deinen Hut weg, Mann. Digga, mach deine Brille weg, mach deinen Hut weg. Ja, aber warte, Junge, was stellst du dir oben vor? Es gibt ja auch nackig. Ey, Wichser, Digga, alles nein. Wichser. Nein, nein, ich stell mir so richtig enges Ding vor. Eng? Hm. Was hast du die gegen die Hose? Die ist bestimmt chillig im Sommer. Ja. Die? Ja. Normale Rick Owens Hose. Kriegst du einmal Platzangst, Alter. Mm.